Guten Morgen, liebe Teilnehmer, und herzlich willkommen zur Demokratiekonferenz 2021 zum Thema Rassismus begegnen, Verantwortung übernehmen. Ich freue mich über Ihre Teilnahme an der heutigen Online-Veranstaltung und sehr gerne hätten wir Sie in Präsenz begrüßt, so wie das bei den Demokratiekonferenzen in den Jahren 2017 bis 2019 der Fall war. Heute ist dieses virtuelle Studio aufgebaut in den Räumen im Rathaus der Stadt Mülheim. Und wie könnte es nicht besser sein, als dass die beiden Räume nach unseren Partnerstädten in Israel, Kfar Saba und Beykoz in der Türkei benannt sind. Wie Sie alle wissen, machen die anhaltenden Pandemiebedingungen dies auch heute noch unmöglich, dass wir uns virtuell persönlich sehen können. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir auf diesem Wege zusammenkommen können, um uns intensiv mit einem wichtigen Thema zu befassen. Neben der Pandemie hat in den vergangenen Jahren ein weiteres Thema einen wichtigen Platz in unserem kollektiven Bewusstsein eingenommen. Nicht erst seit den Anschlägen in Hanau ist klar, dass Rassismus ein vielschichtiges Problem in unserer Gesellschaft darstellt, dem wir uns dringend annehmen müssen, sondern auch die aktuellen Ereignisse, die grausamen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die Demonstrationen hier in Deutschland, die von Antisemitismus und Rassismus gekennzeichnet sind. Neben solchen Extremformen rassistischer Gewalt leiden Menschen nämlich auch tagtäglich unter Rassismus, etwa weil sie sich rassistischen Alltagshandlungen oder rassistischen Strukturen ausgesetzt sehen. Die heutige Demokratiekonferenz trägt den Titel Rassismus begegnen, Verantwortung übernehmen. Wie Sie sehen, wollen wir uns heute besonders mit Rassismus beschäftigen, der uns alle umgibt. Wir wollen hinsehen, wo es manchmal besonders schwer fällt. Auf uns selbst und auf unsere eigene gesellschaftliche Umwelt. Gemeinsam wollen wir ins Gespräch kommen und mit und voneinander lernen. Dafür erhalten wir die Unterstützung von zwei Referentinnen, die ich auch heute Morgen nochmal herzlich hier im Mülheimer Rathaus begrüßen möchte. Sehr geehrte Frau Anna Broden, die Sie ja schon 17 Jahre das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen geleitet haben und heute freiberuflich in der Erwachsenenbildung aktiv sind. Zudem begrüße ich Sie sehr herzlich, Frau Yassime Cebata von der Technischen Hochschule in Köln. Dort sind Sie tätig in der Wissenschaft und Lehre zum Thema Rassismus. Wir freuen uns auf Ihre Vorträge, die wir im heutigen ersten Teil der Veranstaltung hören werden. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung dieser Konferenz. Danken möchte ich auch allen für Ihre Teilnahme, denn schließlich sollen auch Ihre Gedanken und Reflexionen zum Erfolg der heutigen Veranstaltung beitragen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch sowie Ihre Standpunkte und Impulse im zweiten Teil der Veranstaltung. Ganz herzlich darf ich mich auch bei Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Jens Obot von der Katholischen Akademie die Wolfsburg, bedanken. Als Kooperationspartner haben Sie maßgeblich mit Ihrem Team an der Entwicklung der Demokratiekonferenz mitgewirkt. Dafür hinaus leiten Sie uns heute durch den Vormittag in der Rolle des Moderators. Vielen Dank. Bedanken möchte ich mich bei der Mülheimer Partnerschaft für Demokratie und ihren Förderern. Im Zusammenschluss von Kommunalem Integrationszentrum der Stadt Mülheim und dem Zentrum für bürgerschaftliches Engagement arbeiten mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 2017 darin, die Themen Demokratie und Vielfalt in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Planungen und Organisation der heutigen Veranstaltung ist nur ein Beitrag, für den ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Zusätzlich zu der ständigen Förderung durch das Bundesprojekt Demokratie leben erhält die Partnerschaft für Demokratie Mülheim im Jahr 2021 eine Unterstützung durch die Westenergie AG und die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft. Auch Ihnen danke ich sehr herzlich.
Nun wünsche ich uns allen eine spannende und lehrreiche Veranstaltung und dass ich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen darf, gemeinsam einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Rassismus in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Ich wünsche uns alle, dass wir gesund bleiben und uns hoffentlich 2022 in unserer schönen katholischen Akademie, die Wolfsburg, im Uhlenhorster Wald, alle gesund wiedersehen. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf. Ganz herzlichen Dank für Ihr Grußwort und die wertschätzenden Worte. Das freut uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und auch nochmal dadurch zum Ausdruck bringen, wie wichtig das Thema Rassismus auch für die Mülheimer Stadtgesellschaft ist. Ganz herzlichen Dank.